Ein Bild, das um die Welt ging. Das tödliche Gedränge an der schmalen Treppe während der Love Parade 2010. Das Grauen der Massenpanik verarbeitet Walter Maria Padau in seiner Ausstellung Entzogen, die die Wände der Salvatorkirche ziert. Die Bilder von Duisburgs größtem Unglück ließen auch den Düsseldorfer nicht mehr los. Diese Bilder haben mich eben so schockiert und haben mich erinnert an eigene Erfahrungen von so klaustrophobischer Panik in Menschenmassen. Es gab zwei, drei Situationen in meinem Leben, da waren dann auf einmal war es so eng und alles war nicht mehr normal. Also ich habe dann richtig Panik bekommen und richtig in mir kam dann so ein Gefühl auf, ich muss mich retten und gleichzeitig auch andere retten. Also, und die Bilder, die ich dann gesammelt hatte, diese medialen Bilder, haben mich auch nicht mehr losgelassen. Es entstanden Gemälde, die sich stark an Fotos aus den Medien orientieren oder sich auch abstrakter mit der Tragödie auseinandersetzen. Dabei ist es Padau wichtig, das Unglück auf eine Art festzuhalten, die Gefühle und Emotionen konserviert. Dass er dabei auf Stimmen stoßen könnte, die das eventuell stört, ist dem Düsseldorfer Künstler bewusst. Ich dachte, es wäre das Beste, ich nehme mal mit Hinterbliebenen, mit Psychologen, mit Seelsorgern direkt Kontakt auf hier in Duisburg und wollte wissen, wie reagieren Menschen darauf, wenn ich quasi ihr Leid, ihre Katastrophe bildlich verarbeite. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht, weil ich da sehr viel positives Feedback bekommen habe, auch mal kritische Stimmen, weil manche sich damit nicht so direkt auseinandersetzen wollten. Eine der ersten Stimmen bekam Padau von Ulrike Stender als Vorstandsmitglied der Stiftung 24.07.2010 und Psychologin im Ruhestand, begleitet sie seit jeher die Hinterbliebenen der Opfer bei der Trauerbewältigung. Die Kunst könnte dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Menschen, die mit dem Thema Love Parade in irgendeiner Form zu tun hatten, das nochmal als Möglichkeit aufgreifen, auch nochmal einerseits zu erinnern, sich zu erinnern, aber gleichzeitig auch es zu nutzen als ein Angebot der Verarbeitung, auch der emotionalen Verarbeitung vor allen Dingen. Weil vielen sitzt es noch in den Knochen und ruft heute noch Tränen hervor und Entsetzen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, jetzt hier anhand der Bilder nochmal zu erleben, sich der eigenen Gefühle, des eigenen Anteils daran, den man gehabt hat, bewusst zu werden. Der Redebedarf der Gästegruppe scheint groß. Und trotz der schweren Thematik ist die Stimmung oft gelöst. Eine Erfahrung, die Padau freut. Also es gab schon Menschen, die sagten, das hilft denen. Heute Abend hat eine Frau hier auch gesagt, sie findet, dass die Bilder trotz ihrer Heftigkeit und des heftigen Bezugs auch eine große Ruhe ausstrahlen. Und insofern auch wirklich etwas befrieden können. Ja. Wem die Bilder in Zukunft noch helfen könnten, ist noch unklar. Denn was mit den Öl- und Acrylgemälden nach der Ausstellung in der Salvatorkirche passiert, weiß Padau noch nicht.